Es war ein Fotofinish. Gerade auf den letzten Drücker hat es von der überladenen Nordbrücke hierher ins Studio geschafft. Und jetzt ist er bereit für Krone oder Kasperl, der Sportchef der Kronenzeitung. Hier ist er in voller Pracht, Peter Frauneder. Servus. Guten Morgen. Ja, war eine mühsame Anfahrt. Elendslanger Stau, aber für diese Sendung alles, natürlich nimmt man alles in Kauf. Das ist ja keine Frage. Ist das Sakko eigentlich zerknittert worden im Auto? Ja, das Sakko hat leider einen traurigen Grund. Ein guter Freund von mir ist gestorben. Der Robert muss dann leider aufs Begräbnis direkt von dieser Sendung. Ja. Leider gibt es solche Dinge auch. Was sollen wir machen? Ne? Tragisch, aber ich maße mir jetzt einmal an zu behaupten, dass du Profi genug bist, dass die Sendung trotzdem einigermaßen unterhaltsam für unsere Zuseher wird. Und damit würde ich vorschlagen, legen wir gleich inhaltlich los, und zwar mit dem ersten Turniersieg von Dominic Thiem nach der Corona-Pause. Und der, Peter, ist unter fragwürdigen Bedingungen vonstatten gegangen. Sagen wir es einmal so, wenn wir uns das Foto gemeinsam anschauen, das da im Hintergrund eingeblendet wird. Unter sehr fragwürdigen Bedingungen, würde ich sagen, weil man, ehrlich gesagt, verstehe manchmal die Welt im Moment nicht mehr, ne? Weil wir haben solche Restriktionen überall. Wir dürfen oder durften bis gestern nur zu viert an einem Tisch sitzen in einem Restaurant und so weiter. Und dann wird dort Tennis gespielt. Da sind, sie sagen, 3000 Zuschauer. Meines Erachtens waren es mindestens 5000 Zuschauer, die dicht aneinander gedrängt auf den Tribünen sitzen, die keine Masken tragen. Die natürlich begeistert sind, weil sie endlich wieder Sport sehen. Aber ich frage mich immer wieder, ist in Serbien die Ansteckungsgefahr von Corona geringer als in Österreich? Oder was läuft da ab? Ja, jetzt gibt es auch wieder Flüge, wo man dicht aneinander gedrängt sitzen darf. Eine Freundin hat mir erzählt, sie hat sich angeschaut online ihre Buchung, Flug irgendwo hin nach Deutschland. Da war jeder Sitz belegt. Und wir müssen da 1,5 Meter auseinander sitzen. Baby Elefant geht sich gerade noch aus, ne? Wir machen das natürlich auch, aber auch der Dominik hat sich gewundert, wobei seine Leistung ist natürlich wieder einmal Hut ab vor ihm. Großartig gewesen, gleich erstes Turnier, erster Sieg. Der Dominik hat, wie wir wissen, die ganze Zeit voll trainiert, hat sich fit gehalten, hat sich jetzt auch erwiesen, dass das der völlig richtige Weg war. Der Novak Djokovic, Hausherr, hat es nicht einmal ins Finale geschafft. Ja. Wir haben unseren ganz großen Sportstar, wir können stolz auf ihn sein. Und ja, auch wenn es kein ATP-Turnier war. Da wollte ich nämlich gerade einhaken, wie bewertest du die sportliche Relevanz von solchen Turnieren? Wie aussagekräftig ist dieser Turniersieg tatsächlich? Die sportliche Relevanz ist natürlich jetzt in jeder Hinsicht und in allen Sportarten im Moment nicht die, die es normal ist, braucht man nicht reden, weil wir wissen ja, wer alle nicht gespielt hat bei dem Turnier. Trotzdem muss man es einmal gewinnen, ne? Und hat er eindrucksvoll geschafft. Ja, noch einmal, bravo Dominik, wir sind stolz auf dich, mach weiter so. Und wir hoffen, die US Open sind ein Thema, dass sie stattfinden im September. Wir hoffen, dass wir ihn bei einem echten Turnier auch bald einmal wieder sehen. Und dass der Malze wieder auf teure Dienstreise gehen kann. Nein. Alle Malze-Dienstreisen sind gestrichen. Ist gestrichen. Corona-unabhängig. Nein, ganz ernsthaft, ja. Corona-unabhängig werden sie gestrichen, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwo nach New York heuer noch auf Dienstreise fahren dürfen. Aus bekannten Gründen, leider ist es so. Wir werden natürlich trotzdem berichten in bestmöglicher Form, auch wenn es natürlich, wenn man vor Ort ist, immer 100-mal besser ist, braucht man auch nicht reden. Ne? Das, ja. Wir bleiben beim Ballsport, tauschen jetzt aber Filzkugel gegen Lederkugel und kommen jetzt auf Andreas Herzog zu sprechen, Peter. Der ist ja zumindest noch Österreichs Rekord internationaler. Einen Rekord ist er allerdings seit dem Wochenende los, den musste er an David Alaba abgeben. Naja, nicht ganz, bist schon wieder falsch. Naja, er muss ihn teilen. Er muss ihn teilen mit David Alaba. Wieder angriffslustig wie eh und je. David Alaba hat sein 264. Spiel in der deutschen Bundesliga absolviert am Wochenende. Genau. In Gladbach. Somit mit dem Andreas Herzog gleichgezogen, was die Anzahl der Spiele betrifft. Und wir brauchen ja nicht reden, dass es noch viel mehr werden. Also er wird dann diesen Rekord ganz alleine haben. Der David, fraglich ist, wie lange er noch bei Bayern ist, weil die Vertragsverhandlungen ziehen sich jetzt schon ziemlich in die Länge. Anscheinend werden sie sich weiter in die Länge ziehen und ja, schauen wir mal, wo der Weg hinführt. Du weißt, was für ein Gedanke jetzt in mir hochkommt, oder?
Ja, was? Also nach Barcelona gehen? Nein, aber ich wäre jetzt sehr geneigt, dir wieder eine deiner berüchtigten Prognosen abzuringen. Ah, ja, kannst du ja machen. Na, was bitte, soll ich jetzt sagen? Bitte, ne? Mach einmal. Sag einmal. Ich gehe nämlich wieder einmal aus dem Fenster und sage, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Barcelona oder Manchester City? Was ist da lieber? Naja, was mir lieber ist, ist ja völlig wurscht. Aber ernsthaft nachgefragt, glaubst du, dass sich seine Bayern-Ära dem Ende neigen kann? Es dürfte offensichtlich gewisse Unstimmigkeiten geben bei den Verhandlungen, sonst wäre der neue Vertrag längst unterschrieben, wobei er geht ja, glaube ich, eh nur bis 2021. Also. Aber ja, du, irgendwann muss man sich verändern. Er ist dort seit dem Nachwuchs, wie wir wissen. Und warum soll er nicht neue Herausforderungen suchen? Und dann sage ich noch einmal, Barcelona als Innenverteidiger, was er im Moment spielt, ja, die brauchen an David Alaba dringendst, um wieder Meister zu werden 2022. Ne? Von der deutschen Bundesliga zur österreichischen Bundesliga und dazu einem Herrn namens Nestor El Maestro, seines Zeichens Cheftrainer des SK Sturm Graz. Und der ist unter der Woche aufgefallen mit einem Ausraster, so wurde es eigentlich genreübergreifend tituliert. Was ist denn deine Meinung zu diesem offensichtlich dann doch gegebenen Fehlverhalten vom Herrn Maestro? Du. Schau, Emotionen gehören zum Fußball, das ist überhaupt keine Frage. Es kann, natürlich gehören auch derbe Ausdrücke zum Fußball irgendwann. Das werden wir alle, wie wir selber gespielt haben oder wie wir zugeschaut haben, ist uns das alles schon einmal ausgerutscht. Nur eins muss man ganz klipp und klar sagen, er hätte wissen müssen, dass es keine Fans gibt. Er hätte wissen müssen, dass man alles hört, was gesagt wird, eben weil es leise war, weil es ein Geisterspiel war. Und dann ist es vertrottelt, solche Dinge zu sagen, auch in der Emotion. Und noch dazu war es ja ein völliger Blödsinn, weil das war nicht einmal meines Erachtens nicht einmal ein echtes Foul, wo er dann rot gefordert hat und dann sagt er, hast du keine Eier zum Schiedsrichter und so weiter und so fort. Jetzt gibt es allerdings schon Gegenstimmen auch, die sagen, na, so schlimm war das alles nicht. Eine kommt natürlich von Maestro selbst, der sagt sinngemäß, solche Ausdrücke fallen laufend, nur werden sie halt nicht immer gehört. Das spielt jetzt eh wieder deine These in die Karten, dass man sagt, na gut, dann darf er sich halt nicht erwischen lassen. Aber einen namhaften ehemaligen Fußballer mag ich auch zitieren, nämlich Marc Janko. Der hat im Sky-Studio gesagt, er sieht jetzt die große Tragödie nicht, zumindest sinngemäß. Er hat gesagt, Gelb hätte es auch getan. Und wo ist jetzt das Schlimme, wenn man sagt, na gut, hast du keine Eier. Er glaubt jetzt nicht, dass der Schiri Lechner deswegen irgendwie verstört ist. Schau, man kann über das Strafausmaß kann man natürlich immer diskutieren. Der Fakt an sich ist meines Erachtens einfach ein Blödsinn gewesen, weil am nächsten Tag war Feiertag, da schauen auch genug Kinder und Jugendliche zu. Ich habe auch einen Sohn, wie du weißt, der lechzt nach Fußballspielen. Die schauen sie immer. Der kennt solche Kraftausdrücke nicht? Ja, wenn er es selbst verwendet, kriegt er Ausgangsverbot, wie heißt das? Länger als vier Wochen. Länger als vier Runden. Ja. Nein, aber du, noch einmal, mag sein, dass die Sperre jetzt und die Geldstrafe überzogen sind, kann man immer so und so sehen, aber man hat das in diesem Fall vor laufenden Kameras, wo man weiß, man hört es, hat man das einfach nicht zu sagen. Auch der Herr Nestor El Maestro, warum heißt der eigentlich Nestor El Maestro, weißt du das? Eigentlich auf seinen Bruder zurückzuführen, genau. Der jetzt interimistisch Cheftrainer des SK Sturm Graz ist, nämlich der Nikon Jeftic. Ja. Der war ein Riesentalent. War das Wunderkind bei der Wiener Austria. Ja, überall. Der war dann in England auch als Wunderkind und dann hat ihm eine englische Zeitung, glaube ich, hat ihm El Maestro genannt und dann haben sie die einfach den Nachnamen ändern lassen. Ja, was soll jetzt... Peter El Maestro Franeda. Michael El Maestro Falli. Ne? Oder wir nennen uns auch beide El. Michael ausrangiert. Nein, wir nennen uns Peter und Michael Kasperl Falli. Das wird es eher treffen. So, jetzt müssen wir schon wieder die Moralkeule schwingen. Irgendwie sind wir ganz schön moralistisch unterwegs heute, weil wir kommen schon wieder auf einen Ausraster zu sprechen. Jenen vom Herrn Max Sachs, so dass ich es richtig rausbringe. Geschehen beim Spiel der Austria gegen Altach unter der Woche. Eine Ohrfeige hat er seinem Gegenspieler verpasst. Ja, zuerst das Foul, dann die Ohrfeige. Mein Kollege Peter Köbel hat, glaube ich, geschrieben, die Dummheit des Jahres. Und das ist genau auf den Punkt gebracht. Zu Max Sachs kann ich nur sagen, ich kenne den schon sehr lange, weil spreche ich wieder meinen Sohn an, der hat bei Admira Wacker Mödling im Nachwuchs gespielt. Ich habe mir jedes Match
anschauen dürfen oder müssen, wie du das jetzt immer siehst in der Südstadt. Und da ist halt der Max Sachs damals aufgetaucht. Man hat sofort gesehen, ein Riesenfußballer, wirklich einer der Besten, die ich in den letzten Jahren in der österreichischen Bundesliga gesehen habe, mit allen möglichen Anlagen, hat natürlich auch Verletzungspech gehabt und offensichtlich leider halt auch unter seinen Dummheiten gelitten, wie man jetzt sieht, weil das ist unnötig. Ne? Wenn ich einen Foul mache, eine Karten dafür gibt, dann gebe ich nicht nur einen Aufhänger, oder? Das braucht man nicht, das hat im Profifußball nichts verloren. Ja, völlig deplatziert. Braucht man, glaube ich, nicht diskutieren drüber. Aber schau, ich glaube, in dieser, sage jetzt, Krankenzeit, bewusst Krankenzeit, im wahrsten Sinne des Wortes, liegen halt bei vielen die Nerven blank. Ich merke es auch in der Damenwelt zum Beispiel, was da für Dummheiten passieren. Wir Männer sehen ja das cooler und die Lasten. Selbstverständlich, natürlich. Nein, es liegen wirklich oft die Nerven blank. Und wobei Nestor El Maestro ja nicht der einzige heißblütige Trainer in der Bundesliga sein soll, hört man. Ohne es Namen gibt, nennen zu wollen. Wem meinst du das? Ja, das sage ich. Okay. Ja, nein. Wir haben jetzt über Max Sachs geredet. Ja, jetzt haben wir wieder das Thema gewechselt. Aber dein Punkt ist einfach, also wenn schon Ausraster, dann zumindest nicht erwischen lassen. Naja gut, denn ein Urfeigen ist schwer zu verbergen. Ne? Aber der Herr El Maestro, der hätte es in dem Fall, wo er war's, es hört jeder zu, der auf dem Fernseher sitzt und das sind 300.000 bis 400.000 Menschen gewesen, dann musst du dich schon ein bisschen mehr im Griff haben, weil wir können da auch nicht wüst irgendwelche Leute beschimpfen. Ne? Und bei uns schauen, wie viel mehr zu als 400.000? Ja, wir sind da irgendwie an bei einer Million oder so. Ja, an schlechten Tagen. Fake News par excellence. Ist ja wurscht. Zum Abschluss noch einmal Motorsport. Der Spielberg als Formel 1 Hotspot haben wir in der vergangenen Woche schon gewürdigt. Spielberg ist aber noch in einer anderen Hinsicht Motorsport-Mecker dieses Jahr. Ja, jetzt kommt auch die Motorrad-WM nach Spielberg. Im August, ebenfalls mit zwei Rennern. Und das muss man wirklich sagen, dieses kleine Spielberg ist ein Nabel der Sportwelt in diesem Jahr, weil ich kenne jetzt keinen anderen Ort der Welt im Moment, wo so viel passiert, wie in Spielberg passieren wird. Wir haben keine Tennisturniere, haben wir schon geredet. Ja, Champions League wird vermutlich irgendwo ausgetragen. Aber jetzt zwei verschiedene Sportarten, zweimal in dieser Größe. Das hat Spielberg und das haben wir wieder beim Thema der Vorwoche. Verneigung vor Red Bull, Verneigung vor Didi Mateschitz. Ohne die würde es nicht gehen und da kann man über die schimpfen, was man will und kann ja noch, weiß ich nicht, was ihnen vorgeworfen wird, Größenwahn und so weiter. Nein, sie tun auch was. Im Fußball, weil dass Salzburg wieder Meister werden wird, braucht man jetzt auch nicht große Propheten sein, um das vorherzusagen. Und es geht da immer was weiter und es können sich viele ein Beispiel daran nehmen. Bleibt denn da die kritische journalistische Distanz, wenn du dich sogar verneigst vor Herrn Mann? Nein, ich verneige mich für uns alle, für den Sport, für den österreichischen Sport, für den Weltsport, weil es passiert einfach was. Ne? Natürlich haben die auch ihre Fehler, da braucht man ja nicht reden drüber. Jeder hat seine Fehler, außer wir zwar. Selbstverständlich. Ja, aber sie haben es geschafft. Hat er dich selbst aus dem Konzept gebracht? Sie haben es geschafft, viermal einen großen Sport nach Österreich zu bringen. Und da, meines Erachtens kann man sich nur verneigen. Ne? Nicht viermal, aber immerhin zweimal darfst du jetzt zur Tat schreiten. Und einmal einen Kasperl und einmal eine Krone verleihen. Bitte schön, Peter Frauneder, the stage is yours. Ja, die Krone kriegt, weiß ich eigentlich nicht zum wievielten Mal schon. Was ich weiß nicht, wer kommt. Also, naja, natürlich der Dominik. Ne? Was, wem soll man die Krone die Wochen geben? Der hat das erste Tennis. Schmeißt die Nerven weg. Nein, du bist am Wort. Nein, natürlich der Dominik Thiem. Erster Turniersieg nach der Corona-Sperre, also erstes internationales Turnier. Wieder einmal beeindruckend und ja, Hut ab vom Dominik, haben wir halt auch schon ein paar Mal gesagt. Völlig verdient und du wirst jetzt, glaube ich, nicht sehr überrascht sein, wer den Kasperl kriegt. Keine Idee. Auch wenn der Herr Marc Janko sagt, das ist alles überzogen und die Strafe war zu hoch. Herr Nestor El Maestro, der Kasperl, geht an Sie diese Woche für einen Eiersauger, fürs Wie viel wirft, hat er eigentlich Fuck gesagt? Ja, mit Maßstrichenlisten. Hat man einige Male gehört, hat
in dieser Form meines Erachtens im Profifußball nichts verloren. Und ja, irgendwer hat mir mal erzählt, hat behauptet, Sturm wird kein Spiel verlieren unter ihm oder wie oder so ähnlich war das. Soll ich mich angesprochen fühlen? Nein. Nein, aber also, irgendwer hat mir das erzählt. Ne? Das klingt nach einer klassischen Frau nicht eine Prognose eigentlich. Cut, Sendung aus. Schönen Tag. Jetzt wird's schlimm. Ja, viel mehr habe ich auch nicht mehr zu sagen. Also, Nestor El Maestro soll es als erzieherischen Auftrag verstehen, dass er sich ein bisschen bessert. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für deine Zeit und beim Heimfahren schauen, dass du nicht wieder in den Stau reinkommst. Gell? Bist du taktisch? Ja, ich hoffe. Es war so ein kleiner Unfall und ich bin eine halbe Stunde gestanden. Also, ich hoffe, es ist jetzt aus. Und ja. Aber auch das passt zu den kranken, ja, die kranken Dingen, Zeiten, die da jetzt im Moment. Denen wir leben. Wir hoffen, dass es nicht ganz so krank weitergeht, aber wir sind jedenfalls nächste Woche wieder für Sie da und wir freuen uns auf Sie.